So, und auch hier gilt jetzt wieder Schweinewetter, also schnell weg, bevor das Wetter... Oh, guck mal, die Mühle dreht einfach so weg, vom Gegenwind. Oh, nee, Rückenwind haben wir, ne? Oh, wie schrecklich. Oh, Rückenwind ist gar nicht gut fürs Starten. Hab ich ja schon mal erwähnt. So. Immerhin ist ein bisschen heller, oder? So was ähnliches wie Sonne scheint hier stillweise, aber es schüttelt. So, hoffentlich hat er die Karte jetzt geladen. Nein, hat er nicht. Na schön. Dann wollen wir jetzt erstmal eben den Autopiloten anwerfen. Ihm sagen, wo er hinfliegen soll, dass er die Höhe noch bitte schön hält. Bisschen steigt womöglich und auch geschwindigkeitstechnisch kann er sich gerne austoben. Piep, Autopilot aus, ist ihm das zu bunt hier? Ja, es ist ihm jetzt so ein bisschen... Was zur Hölle passiert da? Autopilot ist on, ja. Hallo? Nav ist weg. Nav ist da. Höhe? Halt, möchtest du nicht Höhe halten vielleicht? Nein, möchte er nicht. Donnerwetter. Und er sitzt hier bombenfest, ne? Krieg ich ihn jetzt überhaupt wieder weg? Ah, der hier? Scheint zu hängen. Das läuft ja alles wieder wie am Strick hier. Wo bin ich denn? Wo fliege ich überhaupt hin? Was zur Hölle geht hier vor? Muss ich die große Karte so lange nehmen? Ah ja. Da ganz vorne dölmere ich rum. Trotzdem muss ich den schwarzen Fleck hier wieder wegkriegen. Ah, sehr schön. Das ist wenigstens eine klare Ansage. Und das kann man normalerweise ganz unkompliziert richten. Wenn man ihn neu startet, der ist eigentlich problembefreit. Na, seht ihr? Da sind wir. Und jetzt nehmen wir auch Wetter hier. 17 Knoten. Von hinten rechts. So ein bisschen jedenfalls von hinten rechts. Auf jeden Fall böig, würde ich mal sagen. Dann böig ich mal so in die Landschaft jetzt. Eieieiei. Wir wollen ja, wo fliegen wir eigentlich hin? Wir fliegen von Großenhain nach Dresden, EDDC. Und da ich natürlich schamlos gedenke, hier diese Möglichkeiten auszunutzen, die sich die ILS-Geschichte bietet. Was habe ich gerade gesagt? EDDC, ne? Das ist hier. Das wäre diese Landebahn. Folgende Frequenzen. Die Landebahn ist die... 22. Also 220 Grad. So. da tömern wir rum als ein Spielball der Winde. So, jetzt muss ich den Bug auf 220 Grad stellen hier. Am besten nicht am Speed-Knopf, sondern am Richtungsknopf. Das wäre echt besser. So. Ja, wenn wir jetzt, ist der Autopilot trotz aller Widrigkeiten hier in die richtige Richtung weht, dann sollten wir mehr oder weniger direkt in den ILS-Kegel reinfliegen. Mann, das weht aber. Gucken wir mal von draußen. Oh ja, und wie das weht. Oh, warum fliege ich bei so einem Wetter? Weil Spaß macht natürlich, weil ich es kann. So. Foto! Alle lächeln! Es sieht schon ein bisschen beunruhigend aus, ne? No?
Aber gut, dass es nicht auch noch schneit. Warte mal, ich habe meine Idee. Ctrl P. So. Jetzt wird der Flugpfad gedruckt und dann müsste man an sich jedes Herumgewehe wunderbar sehen können. Ah, nur noch genug Zeit für solche Scherze. Das sollte jetzt ein gerader Flug sein. Und das ist das, was jetzt der Autopilot unter Aufbietung sämtlicher Kräfte draus macht, nachdem das Wetter mit ihm fertig ist. Ich kann auch Rauch hinter mir herziehen. Ich weiß noch nicht, ob der vom Wind auch verblasen wird, wie sich das gehört. Naja, der Rauch ist jetzt weniger aussagekräftig, ne? Obwohl er auch so ein bisschen mit... Aber ich denke, diese Schnörkel zeigen recht gut, wieso die Windsituation bestellt ist. Naja, aber das ist eine Spielerei. Das ist jetzt der Flugpfad, wenn man ihn nach unten hin verlängert. Auch interessant, ne? Wird auf den Boden projiziert sozusagen. Aber so einen Stichtag wollen wir ja gar nicht machen. Das irritiert nur unnötig. Ey, hier geht's ja richtig weit. Oh, da oben geht's noch mehr Pfade, ja. So, alle weg. Wir haben 1480 Fuß Höhe. Na, eigentlich jetzt gerade 1460, jetzt wieder 1480. Eine Geschwindigkeit von ungefähr 130 Knoten. Airspeed, Ground Speed ist nur 122. Zumindest relativ viel für so eine Cessna, ne? Also normal würde ich mal sagen, Speed müsste eigentlich über 120 wirklich Feierabend sein. Normal, also die ich geflogen bin, die konnte so um die 100 und fühlte sich am wohlsten eher bei 90. Könnte natürlich sein, dass ich jetzt ein bisschen unökonomisch fliege, was jetzt wirklich mein Flugbenzin. Na, dann drehen wir gleich in die ILS-Keule rein. Mal gucken, ob es mit der Höhe alles gut ist. Bisschen unentschlossen vielleicht, dadurch, dass wir so einen spitzen Winkel fliegen, aber nun gut. So, wir drehen uns rein. Dann sollten wir jetzt mal, dazu gehe ich wieder zu den Instrumenten. Da sollten wir jetzt einerseits den Autopiloten auf ILS schalten. Und andererseits hier von GPS auf V-Log. Jetzt bin ich mal sehr spannend, wie ILS mit diesen Wetterbedingungen klarkommt. Immerhin, die Richtung hat er schon mal gut drauf, das passt. In den Gleitwinkel, also von der Höhe her, müssten wir eigentlich gleich einfliegen. Naja, das zieht sich noch ein bisschen, aber jedenfalls, wir fliegen so grob in die richtige Richtung. Auch wenn man eventuell ein bisschen seekrank wird dabei. Man müsste mit den Handtracking-Optionen noch ein bisschen rumspielen. Ne? Momentan ist es so, als wäre mein Kopf, egal wo ich gerade gucke, relativ fest mit dem Flugzeug verbunden. Ne? Es gibt diese, wie nennt sich das noch? Headshake, genau. Dass der Kopf sich so ein bisschen mitschüttelt, je nachdem, wie die Einflüsse von außen sind. Haben wir noch die Zeit dafür? Headshake Settings, mal gucken. To G-Effects, da machen wir ganz viel G-Effekt. Touchdown-Effekt, die haben wir auch ruhig mehr. Naja, Vibration, dann vibriert das ganze Bild. Rotor Vibrations. Gut. Mal schauen, ob das jetzt irgendeinen Einfluss hat. Naja, das Geschüttel betrachtet er offensichtlich nicht so sehr als... oh, da ist die Landebahn, das ist doch schön. Nicht so sehr als G-Force. Aber immerhin, es tut sich ordentlich was. Ich tue im Moment gar nichts. Also er fliegt jetzt von selber nach ILS, nach Leitstrahl. Meine Instrumente hier rechts und links tanzen in alle Richtungen gleichzeitig. Man macht das ja gar nicht, wenn er guckt, ne?
Oh, ich versuche ihn mal langsamer zu machen. Also, Autothrottel an. Geschwindigkeit runter auf 80. Oder muss ich gleich mal mit Flaps kommen? In der Hoffnung, dass es sich nicht durch die Gegend schon abreißt. So. Das passt gar nicht wieder angucken hier. Nee, mach ich nicht. Da gebe ich mehr Gas. Mindestens 100 muss er haben, sonst. Okay. Wie schnell war der Wind noch? Er kommt ziemlich genau von vorne rechts, also genau in diese Richtung kommt der Wind. Mit 18 Knoten nur, aber ungeheuer böig. Tja, könnte das gut gehen? Wird das gut gehen? Kann das gut gehen? Ich glaube, den Autothrottel mache ich aus und mache das lieber selber. Ich glaube, ich benutze einen Schleudersitz. Das scheint mir die beste Methode zu sein. Oh, Autopilot. Oh, aus. Autopilot aus. Nur mache ich selber. Na, wenn das mal gut geht. Da geht aber was ab, Freunde. Wahnsinn. Bleibst du wohl unten, du dummes Ding, du? Oh, oh. Voll durchgetretenes Pedal und das Ding fliegt immer noch zur Seite. Ihr wisst doch, dass ich einen Flug mit der Cessna von Bremen nach Hamburg und wieder zurück als Video eingestellt habe. Da hatten wir ähnliche Windverhältnisse, nur immer so zur Erklärung, ne? Also auch da hatten wir so um die 20 Knoten, Böen bis 25 Knoten. Ja, also in der Luft flog sich das ähnlich, am Boden hat der Pilot das sehr schön in den Griff gekriegt. Eieieiei. Musst du wohl geradeaus fahren? Ignorier den Wind einfach. Boah, jetzt muss ich mich erstmal erholen hiervon. Boah, der weht mich hier immer noch auf der Landebahn durch die Gegend. Ich versuche hier immer noch irgendwie den Programmierer hier vom AirMap zu überzeugen, dass er eine weitere App programmiert, wo nur diese Windanzeige oben in der Ecke mit eingeblendet wird. So permanent. Aber leider ist er im Moment im Ausland und kommt nicht dazu. Oh. Packe ich die Mühle hier unter einer Tragfläche einer großen Maschine, dann wären wir auch nicht nass. Obwohl, Sonne scheint eigentlich, ne? Naja, stellenweise. Oh! Oh, jetzt fährt er mit mir hinten in die Eckflosse und dreht die Mühle gleich wieder auf die andere Seite. So, da zum Träger fahren wir hin. Nicht zu dem Träger, zu dem anderen. So, Bremsen rein. Oh. Boah, jetzt reicht's aber auch. Meine Herren.
Fine test, take off. Nightmare, Asset 5, Mike Alpha. Thank you. Vater, das war ja wieder ein Fluch. Oh, die Fliegerei ist ja gar nicht so stressig, das macht der Autopilot schon. Aber diese Landegeschichte, Junge, Junge. Oh, da fährt schon wieder eine Schneeraupe durch die Gegend hier in Dresden, weil wir es brauchen. Miep, miep. So, gucken wir nochmal eben eine Runde. So, ja. Flughof Dresden, herzlich willkommen. Dresden war eben um. Oh, Denkpause. Lange Denkpause. Was war das? Sind wir ein bisschen abgekackt? Nein, wir sind irgendwie in eine ganz andere Geschichte geraten. Aber ansonsten davon abgesehen, ist er abgekackt, tatsächlich. Okay, das war wenigstens der perfekte Moment, um abzukacken. Keine Sekunde zu früh. Naja, schön. Okay, dann danke ich euch für eure Nervenstärke, für eure Geduld und hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei.